Hallo zusammen und herzlich willkommen. Mein Name ist Franka. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch ein Unboxing von der Limited Edition von Lookfantastic und zwar zusammen mit Philipp Kingsley. Das ist eine reine Haarpflegebox. Ich bin mega gespannt, was da für Produkte drin sind. Und wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, ob es sich lohnt, dann bleibt dran. Viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, dann starten wir erstmal mit den Details zu der Box. Hier sind 6 Produkte drin im Wert von über 150 Euro und ihr könnt mit meinem Code und Link in der Infobox 10 Euro sparen und dann zahlt ihr nur 45 Euro anstatt 55 Euro. Alle Details findet ihr unter dem Video, schaut da gerne nach, wenn ihr euch die Box sichern wollt. Meistens sind solche Limited Editions relativ schnell weg. Ich hatte letztens auch schon mal so eine Haarpflegebox von Lookfantastic euch gezeigt, die war ruckzuck ausverkauft. Da waren auch Produkte von Philipp Kingsley drin, die waren richtig gut. Die habe ich jetzt zum Teil schon aufgebraucht, habe mir heute auch schon wieder damit die Haare gewaschen. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was hier drin ist. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht so lange rum. Wir legen los. Alle Details findet ihr unter dem Video. Und dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hier ist natürlich auch wieder eine kleine Karte mit dabei mit einem QR-Code. Wenn ihr den scannt, könnt ihr euch nochmal komplett über die Produkte informieren. Ich werde euch sowieso die Preise einblenden und euch, soweit es geht, informieren, was die können. Also auf den ersten Blick sieht das ziemlich cool aus, weil wir ziemlich große Produkte da drin haben, sehr vielversprechend. Und ich starte mal direkt mit Shampoo und Conditioner, finde ich nämlich richtig cool, wenn man da passende Produkte drin hat. Das ist aus der Linie Moisture Balancing, das ist extra für Medium und längeres Haar, feines Haar geeignet. Es soll einfach Feuchtigkeit in den Haaren halten. Moisture Regulating Formula leaves your hair smooth, shiny and manageable. Also, dass man sie besser kämmen kann, besser stylen kann, sie sollen glänzen und sie sollen vor allen Dingen mit Feuchtigkeit versorgt sein. Und das ist genau das, was ich brauche, weil das ist auch das, was häufig vielen Haaren fehlt. Und da freue ich mich sehr, das auszuprobieren. In der letzten Box war die gelbe Linie so ein Volumen-Shampoo mit drin. Das ist richtig toll, das habe ich heute auch verwendet. Die Spülung habe ich leider schon aufgebraucht, weil ich die nämlich mit Haarfarbe mal gemischt habe. Das hat nämlich auch super gut funktioniert. Also insofern, ich bin ein großer Fan von der Marke und das schreit direkt meinen Namen, weil es wirklich perfekt für meine Haarstruktur geeignet ist, wahrscheinlich auch nicht zu beschwerend ist. Es ist extra für feines Haar, für längeres Haar, also sehr, sehr cool. Dann haben wir hier auch ein richtiges Originalprodukt, eine Full-Size-Größe, und zwar ein Deep Conditioning Treatment Elasticizer nennt der sich. Adds Elasticity and Bounce to Fine, Medium and Coarse Hair. Es ist wirklich für jeden Haartyp geeignet, ob ihr dünnere Haare habt oder auch ein bisschen dickere Haare, die sich schwer managen lassen. Dafür ist es gut. Und das ist so eine spezielle tiefenwirksame Behandlung für die Haare, die man vor dem Shampoonieren anwenden soll. Man soll sich erstmal die Haare ein bisschen nass machen, dann soll man das auftragen, 10 bis 20 Minuten einwirken lassen. Je länger, umso besser steht hier. Und dann soll man es gut ausspülen und einfach mit Shampoo und Conditioner nachbehandeln. Und man soll das mindestens einmal die Woche anwenden. Und wenn man sehr feine Haare hat, soll man auch doppelt shampoonieren. Ich muss allerdings sagen, ich shampooniere eh doppelt immer. Den Tipp kann ich euch auch geben, wenn ihr das Gefühl habt, dass eure Haare fein sind, platt sind. Nehmt zweimal Shampoo. Einmal shampoonieren, auch mit schön warmem Wasser ausspülen und dann nochmal shampoonieren mit ein bisschen weniger Shampoo. Dann reinigt ihr wirklich intensiv eure Kopfhaut, gerade wenn die Haare so ein bisschen fettig sind. Also gerade der Ansatz, das ist bei mir ja der Fall. Und letztens habe ich sogar noch so ein Massagetool benutzt und ich habe das Gefühl, jetzt ist meine Kopfhaut so richtig sauber. Das hat mir total gut getan. Also das werde ich auf jeden Fall jetzt das nächste Mal beim Haarewaschen in der Kombination ausprobieren. Das finde ich richtig cool. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wirkt. Jetzt kommen wir zu einem Produkt, das kenne ich schon. Und das ist der Oberkracher. Davon hatte ich nur mal so eine kleine Größe. Man braucht davon überhaupt nicht viel. Es nennt sich Finishing Touch. Smoothes Frizz and Adds Shine. Ein Polishing Serum. Damit könnt ihr euren kompletten Look noch ein bisschen Next Level aufpolieren, dass die Haare einfach so richtig schön strahlen. Ich habe schon gar nichts mehr davon, deswegen werde ich mir das jetzt direkt mal hier auftragen, denn das habe ich heute nicht verwendet, da mein Produkt, was ich vorher ausprobiert habe, tatsächlich aufgebraucht ist. Das ist nämlich wirklich große Klasse. Also ich nehme davon immer nur wirklich so ganz wenig, so eine kleine Menge. Erbsengroß würde ich sagen, das reicht auf jeden Fall. Das riecht nach nichts großartig und es ist eher so Gel-Serum artig, nicht sehr ölig, dadurch beschwert es die Haare auch nicht. Und guck mal, es gibt sofort richtig coolen Glanz in die Haare. Im Gegensatz jetzt zu der Seite, die ist so ein bisschen stumpf.
jetzt gebe ich mir das hier rein. Und die verlieren ihre Locken nicht. Das ist das Coole, weil das nicht so beschwerend ist. Das ist nicht so beschwerend wie ein Öl. Weil Öle kann ich nicht verwenden, wenn ich mir Wellen gemacht habe. Das funktioniert nicht. Dann hängen die sich sofort aus. Meine Haare sind dafür einfach zu fein. Und mit dieser Finishing Touch Cream funktioniert das einfach perfekt. Kann man übrigens auch ins handtuchtrockene Haar reingeben. Oder eben auch ins Trockene für einen extra sleek Look. Also das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ist ein Glanzserum. Ich liebe das. Wow, dann habe ich hier ein neues Produkt. Das kenne ich noch gar nicht. Der nennt sich Elasti Styler Multitasker for All Hair Types. Also für jeden Haartyp geeignet. Und das ist ein 5-in-1 Treatment. Strengthens, conditions, primes, tames and adds shine. Okay, also wahrscheinlich auch so ein Produkt, was man für Styling verwenden kann, ins trockene Haar, was man aber auch wie so eine Art Conditioner verwenden kann, was einfach die Haare ein bisschen pflegt, wenn einem der Conditioner noch nicht reicht oder die Kur, was man verwendet hat und man möchte sich das ins handtuchtrockene Haar geben, um die Haare intensiv zu pflegen. Das muss ich mal ausprobieren, das kenne ich jetzt noch nicht. Mal gucken, ob in dem Heft noch ein bisschen mehr dazu steht. Okay, also das kann man wirklich für unterschiedliche Sachen verwenden. It's cruelty-free and 100% recyclable, okay. Also alle Produkte sind cruelty-free, ist ja auch gut zu wissen. Und man kann es wirklich verwenden, um damit seine Haare zu stylen. Entweder im trockenen Zustand oder im nassen Zustand, um sie einfach auch noch ein bisschen mehr zu pflegen. Finde ich sehr spannend, werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist auf jeden Fall was anderes als dieses Finishing Touch, weil das pflegt nicht, das bringt nur Glanz. Das ist wirklich so für den letzten Step. Und hier sind auch noch ein paar pflegende Öle drin und Olivenöle und unterschiedliche nährende Wirkstoffe, sodass die Haare auch gepflegt werden. Finde ich auch sehr spannend, werde ich auch gerne nutzen. Und zu guter Letzt haben wir noch ein Anti-Spliss-Produkt und das kann ich auch sehr gut gebrauchen, gerade wenn es so ein bisschen dauert, bis ich wieder zum Friseur gehe, dann irgendwann, klar, splissen sich die Haare unten so ein bisschen. Und das ist extra für die Enden. Dieses Produkt gibt euch quasi ein Schutzschild um die Enden, damit die nicht noch mehr geschädigt werden durch Hitze, UV und so weiter und gerade auch heiße Stylinggeräte. Das heißt, man kann sich da so eine erbsengroße Menge einfach auf die Enden geben und dann werden die wie versiegelt und die werden nicht kaputter, als sie vielleicht schon sind. Die Haare sehen dadurch nicht so splissig aus und sie werden auch geschützt und diese Formulierung hält dann bis zu 3 Haarwäschen. Das heißt, ihr braucht euch das nicht jedes Mal auf die Haare geben, wenn ihr euch die gewaschen habt. Gebt ihr euch einfach so eine ganz kleine erbsengroße Menge, einfach nur in die Enden oder da, wo ihr Spliss habt, wo die Haare so ein bisschen abbrechen und sich so trennen, ne? Dann versiegelt das einfach und man kann sich auch die Haare danach trocken föhnen. Das wirkt dann sogar auch noch ein bisschen besser. Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Das werde ich auf jeden Fall mal testen. Ich glaube, da hatte ich mal eine kleine Größe zum Ausprobieren. Also bisher hat mir alles von Philipp Kingsley gefallen. Und hier habt ihr auch wieder mit 50 Millilitern eine Originalgröße. Finde ich richtig, richtig cool. Werde ich sehr gerne mal integrieren. Und dann mache ich demnächst beim nächsten Haarewaschen einfach mal eine Komplettroutine damit. Und da kann man wirklich jedes Produkt verwenden. Also erstmal dieses Deep Conditioning Treatment. Danach Haare waschen und Spülung. Dann würde ich das hier verwenden, diese Split Ends. In die Längen würde ich mir vielleicht diesen Elasti Styler geben. Und dann nochmal ganz am Ende, wenn das Styling fertig ist, nochmal diesen Finishing Touch, wenn man es denn braucht. Wenn es nicht schon eh schon super geil ausschaut danach. Also da bin ich echt gespannt. Ich finde für 45 Euro ist das ein ziemlich guter Deal, wie viele Originalprodukte man da bekommt. Das ist eine hochwertige Marke. Bei mir funktioniert die richtig gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Wie die Produkte jetzt im Einzelnen sind, muss ich natürlich auch noch austesten. Aber dieses Finishing Touch gefällt mir schon mal gut. Wenn es euch auch gefallen hat und ihr Lust habt auf die Box, schaut in die Infobox. Da habe ich sie euch verlinkt mit meinem Code FRANKALF. Spart ihr 10 Euro und bekommt sie für 45 Euro. Der Gesamtwert soll 150 Euro sein. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Hier gibt es nochmal 2 weitere Videos von mir. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.